Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Oh yeah, Fallout 4 im Überlebensmodus und wir sind zwar noch unsichtbar, wenn wir uns ducken. Ich habe keine Ahnung warum. Aber wir bleiben jetzt nicht mehr unsichtbar. Das ist schon mal ein Vorteil. Danke an dieser Stelle an Blacksword für den Tipp mit dem Programm, das die Mods sortiert. Hat gut gewirkt. Okay, ich dachte, ich habe keinen Ton. So, ich habe noch nichts getestet, ich habe gerade nur ein kurzes Programm installiert. Können wir schnell reisen? Ja, können wir. Perfekt. Alles dufte. Danke, Blacksword, du warst meine Rettung. Die Rettung in der Not. So. Das heißt, ich kann jetzt wieder fleißig Mods installieren und dann die richtige Reihenfolge einstellen. Perfekt. Ich hatte immer so Angst, dass irgendwas Dummes passiert, wenn ich neue Mods installiere. Aber jetzt freue ich mich wieder darauf, neue Mods rauszusuchen für euch und für mich und diese dann zu installieren. So, aber nichtsdestotrotz laufen wir erstmal hier weiter. Übrigens habe ich durch das Programm bemerkt, dass mein FS4, ich weiß gar nicht, was das ist, FS4E, genau, nicht mehr installiert ist. Was bedeutet, dass einige Mods nicht funktionieren. Aber naja, ist das hier das? Soll ich hier nachgucken? Ist das hier mein Ziel? Ich glaube schon. Gut, kein Gegner in der Nähe, perfekt. Ist, ach, eine Angel. Gut, das einzige, auf was betretbar ist, ist das hier anscheinend. Wie eine Flasche. Willst du dir eine Sammlung aufbauen oder was? Das Ding ist sowieso verbrannt. Verbranntes Buch. Patronen ist immer gut. Patrone? Wie sind hier so viele Patronen? Ah, Radiumgewehr. Okay, das heißt, hier hat die Trolle also geschlafen und gecampt und hast du nicht gesehen. Na, wo hast du dich verkrochen? Nimm das! Oh, hi! Ich schwitze ja nicht mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. Komm zu deinem letzten Gefecht! So. Meine Liebe, was hast du hier in deinem Camp? Farbe. Stand da gerade Blutprobe? Oh. Die Nachrichten hängen. Ich weiß, dass mich das Leben kosten könnte, aber die Kinder müssen es wissen. Ich blätterte durch ein Vorkriegsbuch. Da sah ich es. Das Atom. Ein winziger Punkt aus Materie, umgeben von endloser Tiefe. Die große Leere, die in uns allen wohnt. Das hat meine Gefühle bestätigt. Die Wahrheit, die niemand erfahren Sind die sollte. jetzt endgültig Die weg? Lüge namens. Das ist Das ist nicht rein, real. denke ich. Wir sind keine unendlichen Welten. Nur leerer Raum. Tot. Kalt. Dass wir das nicht sind. Der Beichtvater wird über meine Nachrichten nicht erfreut sein. Aber ich habe keine Angst. Ich werde mein Zeug in die alte Kirche an der westlichen Zufahrtsstraße bringen, falls sie sich mir anschließen wollen. Ich hoffe nur, dass es nicht zu spät ist, sie vor Atoms Lügen zu retten. Ja, aber das ist nichts Neues, was sie da erzählt. Ich meine, ich kann auch sagen, dass Jesus nicht existiert und trotzdem werden wir da wieder einen Ärger kriegen. So. Dann wollen wir mal darüber rennen, ne? Da muss ja die Trolle sein. Ich werde sie sowieso nicht verraten, weil sie ist sympathisch. Sie steht nicht auf Religion. Alles ist gut. Ja, ich sollte sie eigentlich heiraten. Das sind so Frauen, die man sofort heiraten sollte. Keine Gläubigen. Ich würde niemals so eine streng Gläubige heiraten. Also solltet ihr denken, na, der Zero, der ist eigentlich. Atoms haben sich täuschen lassen. Und ich muss ihnen die Wahrheit zeigen. Es gibt kein Atom. Nur das Nichts. Das Nichts ist endlos, unsterblich, ohne Furcht oder Reue. Wer könnte das besser verstehen als du? Du bist für alle Zeiten Teil des Nichts geworden. So wie wir es alle einmal sein werden. Du hast die einzig echte Wahrheit dieser Welt erkannt. Das Nichts ist das einzige von wahrer Bedeutung. Bald werden mehr kommen. Meine Nachrichten werden sie erreichen. Das müssen sie. Die Botschaft wird sich verbreiten und die Kinder des Atoms werden kommen. Sie werden sich dem Nichts hingeben, so wie ich. Dann werden sie endlich verstehen. Okay, sie ist immer noch eine Gläubige. Sie glaubt mir einfach nur, dass das Atom nichts ist und betet jetzt das Nichts an. Naja, was ich sagen wollte, wenn ihr euch denkt, Zero ist schon so eine geile Schnitte, ne? Den würde ich aber gerne mal, ne? Dann dürft ihr aber nicht religiös sein. So viel dazu. Na gut. Eine sehr süße Stimme hat die Frau, nur leider irgendwie.
bisschen unpassend zu dem Aussehen. Halt! Das ist ein heiliger Ort! Was willst du hier? Suchst du die Wahrheit des Nichts? Deine Stimme passt zu überhaupt gar nicht zu dir, Madame. Alter! Da kriege ich Aggression bei. Stirb, Ketzer! Die Wahrheit des Nichts? Was bedeutet das? Wenn du es wirklich hören willst, dann werde ich es dir sagen. Die Kinder des Atoms wurden von Marten getäuscht, von Tektis. Das alles ist eine verlogene Heilsbotschaft. Sie wollen nicht, dass jemand erfährt, dass Atom nur ein winziger Fleck im Nichts ist. Das Nichts ist die wahre Natur der Existenz. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ein riesiges, leeres Nichts, wie ein Nachthimmel ohne Sterne. Ich weiß, dass es schwer zu akzeptieren ist, aber du musst es genauso tun wie die anderen. Sie haben es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Also, ein Atom ist klein. Den gebe ich dir recht. Ach Gott. Was, wenn du das Gesehene missverstanden und überreagiert hast? Glaubst du wirklich, dass sich alle außer dir über Atom irren? Ich kann da jetzt nicht drüber nachdenken. Ich bin so weit vom Weg abgekommen. Ich wage es nicht, zurückzuschauen. Lass die Insel, kehre zum Nukleus zurück. Glaube und Zweifel haben dich geblendet, Schwester. Aber tief im Herzen glaubst du eigentlich nicht daran. Geblendet durch Angst und Zweifel? Ich kann nicht leugnen, dass dem so ist. Wie konnte ich nur so dumm sein? Ich war ein Kind des Atoms, eine Auserwählte. Ich muss die anderen um Vergebung bitten. Bitte sag Richter, dass ich bald zurückkehre. Ich werde meine gerechte Strafe akzeptieren. Na, hoffentlich werden sie dich nicht töten. Verdammt, ich hätte sagen sollen, dass sie sich verpissen soll. Ach, shit, egal. Na gut, dann habe ich jetzt jemanden wieder zum Glauben gezwungen, sozusagen. Dreck. Genau das, was ich nie machen wollte. Egal. Dafür klauen wir erstmal alles. Das wär's. Wenn die gewollt hätten, dass das verschlossen bleibt, hätten sie ein besseres Schloss kaufen sollen. Das stimmt. So, was haben wir denn noch hier so Schönes? Gibt's hier irgendwas Interessantes noch in der Kirche? Außer, dass ich ganz nach oben gehen kann? Cool. Wie viel Tragekapazität habe ich jetzt momentan? Okay. Egal, wir behalten das einfach. Es hat mich gerade eine Stunde gekostet, diese Scheißbot wieder zu installieren, die mir ein bisschen mehr Tragefähigkeit gibt. Ich wollte nur 500, aber nicht 1000. Jetzt ist mir das egal. Wir behalten 1000. Mir wurde gesagt, dass meine Detektei-Valentine-Schilder grauenhaft aussehen. Aber sie sind echt gut fürs Geschäft. Tja, einige Sams sehen auch grausam aus, aber sie sind gut fürs Geschäft. So ist das halt. Man packt ein paar Pfeile rein, ein paar Kreise. Und dann freuen sich die Zuschauer, weil sie denken, yeah, der will mir was zeigen, Alter. Oder was ich immer und immer wieder sehe auf YouTube von Pokémon Go, dass jemand auf das Thumbnail ein Mewtwo macht. Und die dann sagen, das Geheimnis von Mewtwo. Bam, bam, bam. Und dann erzählen die einfach nur, ja, das ist ein Event-Pokémon. Viel Spaß, haut rein, tschüss. Super, geil. Weißt du, und dadurch lassen sich viele Leute verarschen. Lass dich leiten. Und die Penner kriegen dadurch auch noch Geld. Es ist genauso wie mit diesen komischen Gewinnspielen, wo man sagt, nee, Leute, ich mache ein Gewinnspiel, 50 Euro Pay Safeguard. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist mich abonnieren, einen Kommentar unter dieses Video schreiben, Video liken und mir die Eier kraulen. Dann könntet ihr eventuell 50 Euro gewinnen. Aber eigentlich gewinne ich die 50 Euro, weil ich mir einen Fake-Account mache und ihn einfach gewinnen lasse. Ja, Freunde, so läuft das. So läuft das. Die Leute sagen einfach, hier ist ein Gewinnspiel, 50 Euro, und dann gewinnen sie selber. Als wenn jemand irgendwie 50 Euro verschwenden müsste. Atomstrom muss überall hin verbreitet werden. Ich habe dich ja noch nie gesehen. Du bist ein bisschen retarded, ne? Und deswegen, Freunde, mache ich keine Gewinnspiele, weil ich euch nicht verarschen möchte. Also, wenn ich ein Gewinnspiel machen würde, würde ich euch auch nicht verarschen, aber... ich will nicht, dass ihr euch verarscht fühlt. So. Das ist schön. Atomsgerechtigkeit wird siegen. Schwester Gwyneth kommt zurück. Sie will Buße für ihre Taten tun. Hast sie zur Vernunft gebracht, hm? Hatte sie schon abgeschrieben. Ich kann nicht versprechen, dass der hohe Beichtvater sie nicht sofort tötet. Dennoch,
Eine Geschichte von Sünde und Vergeltung ist ein gutes Beispiel. Du hast gute Arbeit geleistet und deine Hingabe und, noch wichtiger, deine Loyalität bewiesen. Atom lächelt heute auf dich herab, Bruder. Er sollte lieber hinauflächeln, weil ich der gepriesene Zero von Ashington bin. Toll. Wo genau lasse ich mir eigentlich meine Atomkröten auszahlen? Da du Atom gut gedient hast, sehe ich über deine Beleidigung hinweg. Hier, nimm. Das ist nicht nur eine Waffe, sondern eines unserer heiligen Artefakte. Ziehe aus und zeige Atomsfeinden keine Gnade. Atoms... Was ist... Das ist ein Hammer. Atomsurteil plus 100 Strahlungsschaden. Hey. Hast du was... Wie läuft's mit der Jagd nach Eddies Bändern? Nein, das wollte ich nicht. Ist dieser Rachefeldzug es wirklich wert, Nick? Ich meine, du kennst diesen Typen kaum. Ich erwarte nicht, dass du mich verstehst. Mann, du brauchst es auch nicht. Ich will nur diese Bänder. Ja, das wollte ich doch gar nicht. Schieß. Ich möchte dir diesen geilen Hammer geben. Und den sollst du auch benutzen. Los. Oh, das sieht cool aus, alter Schwede. So. Gut, widmen wir uns der nächsten Quest. Das Segen des Vergessens. Die Ankunft. Blutige Flut. Noch ein Nebelkriecher? Okay, gut, mach ich. Ich kann das einfach nicht glauben. Das wird schon noch in Ordnung. Dann töten wir halt einfach alle Nebelkriecher, die hier irgendwo rumlaufen. Bevor wir aber jetzt Wasser trinken, werden wir auf jeden Fall erstmal schnell reisen und dann Wasser trinken. So viel Zeit muss sein. Pass auf dich auf da draußen. Im Nebel lauern viele Gefahren. So, wo muss ich genau hin? Gut, dann werden wir einfach mal dahin gehen, ne? Nationalpark. Und von da aus gehen wir dann nach Norden und holen uns den Nebelkriecher. Und mal gucken, vielleicht finden wir irgendwas Interessantes zwischendurch. Das wäre geil. Gut, perfekt. Ich finde es übrigens cool, dass mein Begleiter im Watz-Modus nicht angezeigt wird. Das ist ganz cool. Sonst wurde er ja immer angezeigt. Also in Fallout 3. Da müssen wir hin. Ich würde mal wieder, ich weiß nicht, so was richtig Kompliziertes haben. So, ich weiß nicht. So eine riesige World mit so einer riesigen Quest. Läuft da erstmal ein Huhn durch die Gegend. Das wär's schon. Aber das sieht auch sehr interessant aus. Therme in Aldersee. Okay. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Das hätte böse enden können. Ich bin gar nicht mehr unsichtbar, wenn ich mich ducke, oder? Doch. Ich weiß nicht, wie das ausgelöst wird. Shit. Hey, dachte ich hätte was gesehen. Oh. Hey, cool. Die Waffe ist zu mir geflogen. Oh, es ist nichts Legendäres. Mann. Schade. Und ich wollte was trinken, ne? Lederrüstung. Was auch sonst. Könnte ja was Nützliches drin sein. Wäre schon cool. So, kann man hier auch reingehen? Ja. Das gefällt mir. Die Therme im Aldersee. Ich habe zwar hier nirgends von See gesehen, aber ist ja auch egal. Wie bedrohlich er plötzlich aussieht. Ja, plötzlich duckt er sich. Ach ja, wir wollten ja ducken, stimmt. Solange du das Zeug trägst. Hallo, Bedienung. Kommst du wohl her oder was? Na super, jetzt legt er sich auch noch schlafen. Dann suche ich mir halt jemand anderen, der mich bedient. Wie sieht es mit euch beiden aus? Na, die flirten nur ein bisschen. Naja, lassen wir sie mal alleine.
Spielen wir jetzt Verstecken? Schmerz! Er hat uns das letzte Mal unterschätzt. Supermutanten Primus. Ich glaube, das letzte Level, was wir bekommen haben, hat uns nicht so wirklich gut getan. Naja, das lassen wir erstmal. Ich höre einen Hund. Oh, guckt euch an, wie sauber die aussehen. Nimm die doch mit, Mann. Damit kannst du duschen. Oh, ein Bademantel. Psst. Das muss ich jetzt aber mal testen hier. Ah, kannst nicht anziehen. Ich bin ganz Ohr. Schade. Irgendwem muss ich diesen Bademantel anziehen. Ah, hi. Da kommt jemand. Kannst keine Türen öffnen, oder? Schau mal, wer da ist. Gut gemacht. Aber dafür Nick. Hast ihn echt Wow! Der hat ihn getötet. Holy shit. Finde ich gut. Finde ich gut. Nee. Keine Ahnung, wo der Schatten plötzlich herkommt, aber gut. Ja, wo bist du denn? Anscheinend muss ich es doch knacken. Schade. Ich dachte, es gibt da... Oh. Ich dachte, es gibt einen normalen Weg, aber knacken wir uns durch. Ich kann es einfach nicht mehr sehen, Freunde. Ich kann es einfach nicht mehr sehen, dieses Knacken. Ich weiß noch damals, Oblivion, das hatte ja so ein richtig verkacktes Schlossknackensystem, falls ihr euch erinnert. Das haben die ja auch... Oh. Das haben die dann ja auch in The Elder Scrolls Online übernommen, was ich richtig kacke finde. Ja, cool. Mich oben. Und dann in Skyrim, nee, in Fallout hatten die das ja, dass sie dieses Schlosskrankensystem eingeführt haben und auch dann in allen Spielen übernommen haben, ist außer natürlich jetzt in The Elder Scrolls Online. Und da habe ich mich gefreut. Ich habe mich über dieses neue Schlosskrankensystem gefreut, weil es einfach war, nicht so, ach so, du bist das, nicht so nervig. Das war cool. Aber jetzt so nach der, ich glaube, tausendsten Folge mit diesem Schlossknackensystem. Ich weiß ja nicht. Ach, das hier ist übrigens Pool. Jetzt wissen wir, was mit Pool gemeint ist, ja. Ich dachte, ich hätte den Greenscreen deinstalliert, aber anscheinend habe ich es nicht. Egal. So ist es wenigstens fröhlich leuchtend hier. Was war das? Eine tote Supermutantenratte. Komm, den Hund darfst du nehmen. Töten! Psst. Ich höre dir aufmerksam zu. Zugriff! Sollte nicht lang dauern. Guckt's euch an, Alter. Jetzt machen wir den Begleiter mit dem Hammer richtig Schaden. Oh, das Grüne ist eigentlich nicht schlecht. Nick? Bist du jetzt durchgedreht? Nick? Nick? Hallo? Bist du nicht da gerade reingerannt? Naja. Oh, Jingles der Mondwaffe. Meine Sammlung. Sie vervollständigt sich. Na gut, lass uns sie abhauen. Wir haben, dieses Gebäude geklärt. Ich find's schade, dass sie echt... Ja gut, die haben natürlich mehr Nebenmissionen gemacht als in Fallout 3 damals, glaube ich. Aber ich weiß nicht. Die Gebäude sind alle wieder so leer und ohne Informationen. Weiß nicht. Ich vermisse es so ein bisschen, irgendwo reinzugehen und eine Geschichte zu erleben. Das hat man normalerweise schon im Fallout-Universum, aber nicht so oft. Und das finde ich schade. Sollten die öfters machen. Aber ist natürlich sehr viel Arbeit. Kann ich natürlich nachvollziehen. Klar. Muss natürlich viel programmiert werden. Müssen sich erstmal Geschichten ausgedacht werden. Aber das fand ich immer ganz nice. In Fallout 3 gab es immer ganz viele von diesen Geschichten. Das hat mich immer gefreut. Egal, wo du hingegangen bist, du hast irgendwas erlebt. Oder in Skyrim war das ja auch so. Du bist irgendwo reingegangen und hast einfach nur so eine richtig geile Geschichten erlebt, so ein richtiges Abenteuer, dass du
in so eine fette Höhle gekommen bist. Da hat sich rausgestellt, da war irgendwie schon jemand, der hat irgendwas erforscht, diese komischen Nelkengewächse da, und dann alles ist eskaliert und Dwemer sind rausgekommen, haben alles getötet. Ja, das fehlt mir hier. So eine Zivilisation, weißt du, sowas Geheimnisvolles, so wie die Dwemer. Das fand ich schon geil. So, du bist der Kollege, den ich suche. Ich weiß nicht, ob du unglaublich schlecht oder spektakulär gut schießt. Hör schlecht. Auf jeden Fall auf damit. Du spielst hier mit dem falschen Zünd. Die gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Das stimmt. So. Was haben wir hier für eine Hütte? Oh, ich passe hier nicht rein, ich bin zu fett. Cool. Hä? Habe ich das erkundet oder habe ich es nicht erkundet? Doch, klar. Okay. Alles gut. Irgendwie gibt es hier nichts. Ja, das Haus, wofür ich zu fett bin. Das ist hier, klar. Aber da kann ich nicht viel machen. Da haben wir noch Mais. Oh, komm, sammeln wir das Mais ein. Komm rein! Ich komm rein! Heule! Ja, cool, dass er. Wow. Ja, der helle Wahnsinn, Alter. Der helle Wahnsinn. Alter, was es hier nicht alles gibt. Ich vermisse meine Todeskrallen so ein bisschen langsam. Naja. Gehen wir erstmal zurück, geben die Quest ab. Und eigentlich müssten wir wieder was bauen, ne? In letzter Zeit so wenig Zeit gehabt. Zuerst Fallout Shelter Stream die ganze Zeit gehabt und jetzt Zahnschmerzen gehabt, ey. Läuft nicht. Brauchst du Arbeit? Geh zur Seefahrerin. Die faselt ständig. Opa George kann in Frieden ruhen. Der Nebelkriecher ist tot. Wunderbar. Damit ist ein weiteres Kapitel abgeschlossen. Du bist wirklich der heldenhafte Rächer, den ich mir erhofft hatte. Jetzt, wo der Nebelkriecher weg ist, können wir Leute hochschicken, die alles in Ordnung bringen. Genau, die Farm gehört dir. Dein eigenes Stück der Insel. Es dauert, alles wieder ans Laufen zu kriegen, aber wir werden dir helfen. Und hier sind nochmal 200 Kronkorken. Als Dank für das, was du für die Familie Dalton getan hast. Ein heroischer Rächer verdient doch wohl mehr als 200 Kronkorken. Das ist in Ordnung. Bam. Hier sind nochmal 100 Kronkorken. Yeah. Ich muss dir sicher nicht erklären, dass der Zusammenhalt von Blut und Familie stärker ist als fast alles andere. Aber wenn du mich fragst, ist nichts stärker als die Bindung einer Ehe. Deshalb fällt es mir auch am schwersten, den letzten Teil der Geschichte zu erzählen. Weißt du, was noch teurer ist? Eine Ehe. Gib mir mehr Geld. Du warst verheiratet. Was ist passiert? Mein verstorbener Mann Daniel war der beste Fischer, den diese Insel je gesehen hat. Er hat mit seiner Crew am liebsten beim Leuchtturm von Brooks Head gefischt. An einem Tag, den ich nie vergessen werde, sah ich Dannys Boot kommen. Die Crew in wilder Aufregung. Ein paar Fallensteller hatten sich im Leuchtturm eingenistet, sicher auf Anweisung der Insel. Die sind verrückter als ein Sack voll Maulwurfsratten. Ihr Anführer hat ein paar Zielübungen gemacht und Danny einfach zwischen die Augen getroffen. Hol dir den Dreckskerl, lass ihn dafür bezahlen, dass er der Insel gedient hat. Leuchtturm von Brooks Head? Wie komme ich zum Leuchtturm von Brooks Head? Er ist südwestlich der Stadt, nahe dem Steinbruch. Ich glaube, da war ich schon mal, oder? Ich lass den Fallensteller zahlen. Wunderbar. Denk dran, die Fallensteller sind zwar nicht mehr ganz richtig im Kopf, aber Waffen können sie noch benutzen. Okay. 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 Nein, da war ich noch nicht. Da ist noch eine Siedlung. Zerstörte Kirche. Wir gehen von der zerstörten Kirche einfach nach unten. Wir werden den Typen mit einem Headshot ausschalten. Weil er das ja auch bei dem Mann gemacht hat, von der Troller. Wenigstens werde ich ihn niemals verlieren mit seiner leuchtenden Waffe. Nicht cool.
So, wir müssen langsam wieder schlafen. Ich hab Durst und ich hab Hunger. Naja. Trinken haben wir eigentlich genug, Essen eigentlich auch. Weil wir können hier nirgendwo irgendwas basteln oder so. Ist da wirklich keiner von diesen komischen Leuchtviechern? Weiß zwar nicht, wozu ich das gebrauchen kann, aber wir wissen alle, hier kann man immer alles gebrauchen. Na, die hat sich gefreut, als die Atombomben gefallen sind. Die hat sich das angeguckt. Jetzt nehme ich auch mit, das braucht ja keine Sau mehr. Achso, das bist du. Nur über Schwarzes da rumkriechen sehen. Ich dachte, was ist denn los? Manchmal jagt er mir ein bisschen Angst ein, der gute Nick, ne? Was ist das? Warum sind hier quadratische Steine? Wieso baut man hier sowas auf? Ist das nun da? Nehme ich. Wow, 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 wow! Sorry, Tuto. Alles, was du nicht mehr tragen kannst, denn mein. Wenn man mich erschreckt, dann lande ich meist einen Headshot. Das ist, war immer schon so gewesen. Dafür war ich bekannt. Erschrecke nie den Zero, sonst hast du keinen Kopf mehr. So. Was auch immer der Typ da gemacht hat, ich weiß es nicht. Der stand da einfach nur rum. Naja, da ist der Leuchtturm. Hä? Wo kommst du denn her? Wer schießt denn da? Oh, hallo, lieber Fallensteller. Ich sehe dich zwar nicht, aber du bist da. Okay. Da draußen ist was. Ja, das hast du gut gemerkt, du. Kannst aber mal hinlaufen und gucken. Hast du da einen fetten Hammer oder so? Nee, ist eine Rüstung. Sicherheitshalber mal kurz speichern. Wir wissen ja, die Fallensteller können echt hart werden. Ich hatte gehofft, dass du schlauer bist. Was bist du für ein krasser Typ? Krasse Rüstung, Alter. Guckt euch mal die fette Rüstung an von dem Typen. Ach, da hängst du ja rum. Jetzt auf dich zu verstecken. Jetzt lücken. Alter, wie soll man dich treffen? Jeder überlebte Kampf. Oh! Bitte passt mit euren Granaten auf. Die letzten haben mich getötet, ey. Hab jetzt mal überhaupt keine Lust drauf. Was war das denn? Weil ich's kann, Alter. Hm? Hab ich nicht gerade jemanden schießen sehen? Hallo? Gut, die anderen Leichen werde ich wahrscheinlich im Leben nicht wiederfinden. Dann gebe ich mal einen Scheiß auf die Munition. Was war das? Hast du genießt? Hi. Jetzt hast du ein Problem. Komm. Oh, der macht gut Schaden, ey.
Level up! Oder wieder Zeit. Lange nicht mehr gehabt. So, wo ist hier der nächste? Irgendwo läuft hier noch einer rum, aber wir speichern das mal ab und kümmern uns ums Level. Wo waren wir stehen geblieben? Haben wir hier, jetzt haben wir ja alles schon voll, ne? Wie viele Level wir da rein verbraucht haben. Oh, das habe ich noch nicht durch. So, jetzt können wir Tiere und Bestien zähmen. Sehr schön. Eines Tages, wenn wir zurück sind, werden wir sie in unsere Basis packen. Ah. Ich werde dich aber zuerst finden. Außerdem habe ich gerade gesehen, dass ich krank bin. So ein Scheiß. Hallo. Wo bist du hingelaufen? Ah. Leuchtturm von Brooks Head. Okay. Muss ich diesem Brook nur noch einen Headshot verpassen? Alles ist gut. Ach, da ist er zerfetzt worden. Immer her, den Zeiss. Den brauchst du ja nicht mehr, ne? Haben wir hier nicht auch einen? Ah, nein, der ist hier rausgelaufen. Den habe ich nicht getroffen. Gut, das dürfte wohl der Leuchtturm sein. Und da hängt irgendjemand runter. Ohne Kopf. Ja, wenn er Spaß dran hat, soll er das machen. Ich bin der Letzte, der ein Spielverderber ist und die Leute da runterholt, ganz ehrlich. Und die Spaß haben beim Hängen. Aber, Freunde, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Morgen werden wir dann zum Leuchtturm aufbrechen, dem Typen einen fetten Headshot verpassen und dann gucken, was wir als Belohnung bekommen. An haut rein. An diesem Ort hier könnte eine Bombe hochgehen und niemand würde es bemerken. Euer Zero, tschüss. Ich schon, weil ich hier drinne bin.